Hallo, jetzt können sie wieder lachen, unsere Kinder. Sie kommen alle von solchen Gegenden, wo es einfach nichts hat, außer Jet und Staub und Sand. Wir sind in der heissesten Gegend von Äthiopien. Wir haben jetzt für das neue Schuljahr wieder die Räumlichkeiten aufgemotzt, Farblöcher und Ventilatoren ersetzt und Sachen geflickt. Wir holen die Kinder mit den Bussen, wo sie für 5 Tage bei uns wohnen und schlafen und lernen und essen. Und am Morgen gehen sie in die öffentliche Schule. Am Nachmittag habe ich 4 Lehrer, die sie die unterrichten in all diesen Fächern. Für übers Weekend schicken wir sie wieder zurück aufs Land, dass sie den Kontakt zu ihren Angehörigen pflegen können. Lehren tun sie am Harisch, Englisch, Afar, Bio, Chemie, Mathe, Science, ein bisschen alles. Und die grösseren Kinder können bereits den kleineren Computer einrichten für ihre Lehrspiele, wo sie extrem gerne machen. Am Morgen gehen sie ja in die gewöhnliche Schule und dann können sie essen. Und am Nachmittag habe ich 4 Lehrer eingestellt, die sie die Jungen richten in diesen allen Fächern. Und er lernt jetzt zum Beispiel 3x4, 5x6, 7x8. I have 6 brothers. 6 brothers? Yeah. What about sisters? I have 2 sisters. So, where are they now? They are, my older brother is at a bus station. Bus station? Yeah, he works on hotels. Okay. Other brothers are on rural area. Rural area? Yeah. So what is their job in rural area? They live at rural area and they are students. Students. I speak English. Yes. Yes. Hi, I'm Hussein. Nice to meet you. And nice to meet you too. Please, can show me the school? Yes, I can show you. You can go to Swiss and. Oh yeah. Lucky not too much. And then I leave after 15. English India. I wanna be doctor. Later, huh? Yes. Yes. Okay. I wanna be a teacher. Teacher. I wanna be aeroplane. A pilot. Yes. Yeah, a pilot. Yes. Yes. Doctor. A doctor. A tu hai? Teacher. A teacher. A tu? I wanna be a doctor. A doctor. Inki teacher get doctor. A tu? I'm a caravan. Chauffeur. Driver. A driver. I want to be a driver later. Driver. Dank euch werden wir jetzt Tischli und Bänkli kaufen und das wird ganz ein anderes Schulfeeling sein. Weil ihr habt ja gesehen, dass wir sie draussen unterrichten, aber das ist ja auch gut so, weil wir haben meistens keinen Strom im Haus sind. Aber wir unterrichten sie am Boden. Und wenn wir nachher Bänke haben und Tischli, wird das ein ganz anderes Feeling sein. Danke viel, viel mal.